Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute habe ich hier ein Winkhausschloss, ein Winkhausgetriebeschloss, das ist defekt. Hier kann man das sehen, total eingedrückt und dieses muss jetzt entfernt werden. Das heißt, man nimmt dann also ein neues Hauptschloss, so wie dieses hier, und das wird dann dementsprechend dazwischen gesetzt. Ich guck mal eben nach, ob das auch passt. Das passt. Ja, was müssen wir machen? Hier die Nieten einfach ja, ausbohren, entfernen, unten hier die Schraube lösen, das Schloss rausnehmen, neu reinsetzen. Das war es eigentlich auch schon. Und das mache ich jetzt mal eben und zeige ich dann gleich wieder, wie ich das zusammensetze. Die beiden Nieten habe ich jetzt hier entfernt. Und dann hier auf der Rückseite muss dann noch einmal hier die Schraube gelöst werden. Und dann kann man das Ganze hier einmal abnehmen. So, das ist jetzt hier ein bisschen verbogen. Das war aber nicht ich, sondern das ist beim Ausbauen irgendwie gewesen oder passiert. Das mache ich nochmal eben wieder gerade. So, das habe ich jetzt wieder gemacht. Das ist jetzt also wieder gerade. Naja, fast ein kleinen Knick hat es noch, aber es geht gleich schon von alleine wieder weg. Ja, jetzt setzen wir das ganze Schloss nur wieder ein. Wichtig ist, dass dieser Bolzen, der hier ist, der muss also da wieder rein. Okay, ich zeige das mal so, dann nehme ich das hier. So, bei diesem Schloss gibt es jetzt ein kleines Problem, und zwar ist hier diese Einlassung auf der anderen Seite. Das heißt genau auf dieser Seite, und hier haben wir das da. Und das passte nicht. Also es passt jetzt nicht. Und den hier, den kann man drehen, und dann muss in die richtige Richtung, damit das hier zusammenpasst, dass man es das raufschieben kann. Das funktioniert jetzt alles. Und jetzt müssen wir bei dem hier eben noch hier eine kleine Aussparung machen, damit dieses hier reinpasst. Also das ist hier ein älteres Modell. Bei den neuen ist das so, dass das auf beiden Seiten, aber bei diesem ist das eben halt nicht. Und daher müssen wir das jetzt nochmal eben nacharbeiten. Das werde ich jetzt mal eben machen. Und dann können wir das Schloss zusammensetzen. So, das mache ich dann wie folgt. Ich lege jetzt hier einfach nur einen Winkel drüber. Reiß das Ganze an. So, und dann nehme ich hier die Millimeterzahl raus und dann passt das Ganze schon. Das mache ich eben und dann zeige ich gleich mal, wie das aussieht. Ich habe das jetzt soweit fertig gemacht. Ich muss dazu jetzt noch sagen, bei diesem war das speziell so, da war noch eine kleine technische Veränderung, musste gemacht werden. Wie gesagt, hier muss das ein bisschen breiter gemacht werden, weil dieser Pin, der hier ist, der ist auf der anderen Seite. Und hier war nichts ausgespart. Und ich musste einmal diesen Bolzen, der da drin war, die musste ich da rausnehmen, weil der sonst gegen das Schloss hier läuft. Und da funktioniert das Ganze nicht mit. Und dann habe ich noch mal diesen Original versucht. Aber den kann ich da auch nicht einsetzen. Dann macht das Schloss trotzdem Probleme. Das heißt also, ich setze das ohne dem ein. Es wird dann hier einfach eingeführt und zusammengesetzt, und dann werden hier die kleinen Nieten, die man dazu hat, die werden dann praktisch hier reingeschlagen und dann ist das Schloss wieder fest. Dennoch will ich noch mal eben probieren, ob ich ihn da reinbekomme. Also wenn nicht, lasse ich den definitiv raus. Aber das probiere ich jetzt noch mal eben selber für mich und dann zeige ich gleich noch mal eben die Funktion des Schlosses. Das Schloss habe ich jetzt hier wieder vernietet. Also es ist definitiv so, dass ich dieses Teil, wo das also jetzt hier in der Mitte drin sitzt und wo ja hier die Schraube drin sitzt, definitiv bei diesem Schloss hier nicht einbauen kann. Also es funktioniert dann einfach nicht. Ja, ich werde das Ganze mir nochmal eben angucken, ich werde das noch ein paar Mal schließen. Und dann kriege ich den hier raus.
Und wenn das denn nicht so ist, dann werde ich mir da gleich nochmal was einfallen lassen. So, dann machen wir mal hier den Zylinder rein. Also wenn man sich denn mal sowas holt, dann ist es so, Schlüssel lässt sich also in jeder Position abziehen. Dann ist es so, dass man das rausbauen muss, das Teil. Das geht dann einfach nicht anders. Und ich werde jetzt gleich mal eben gucken, ob ich da noch eine andere Stabilität reinbekomme. Ja, das war es jetzt mal so von meiner Seite aus. Also das ist dann, wenn mal ein Problem auftritt, wenn man das also verbauen möchte, das Hauptschloss hier, das geht also dann nicht bei jedem so einfach, sondern es können da eben halt Schwierigkeiten auftreten, so wie ich das hier hatte, dass ich da eben halt was ausfeilen musste, damit das mit der Einkerbung passt und eben halt dann auch, dass ich jetzt dieses Teil da mal eben rausnehmen musste, damit das Schloss dementsprechend auch da funktioniert. Das heißt also schließen kann. Okay, das war's von meiner Seite aus und ich hoffe, das war ein bisschen lehrreich. Was ist, wenn das Schloss nicht schließt? Was kann man machen? Und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.